in die Tiefe reißt. Mithilfe einer doch recht einfachen Methode sind wir dem S&P 500 nicht auf den Leim gegangen. Gleitende Durchschnitte. Ein weiteres Mittel, um eine trendierende Bewegung zu identifizieren, sind die gleitenden Durchschnitte, die über den Kursverkauf gelegt werden können. Bei einem einfachen gleitenden Durchschnitt, beispielsweise bei einem gebräuchlichen 200-Perioden gleitenden Durchschnitt, werden die letzten 200 Schlusskurse addiert und anschließend durch 200 dividiert. Ein so ermitteltes arithmetisches Mittel bildet bei einigen Perioden eine beachtete charttechnische Marke. Es kann eine Berechnung des gleitenden Durchschnitts auch anhand der Hochkurse oder Tiefkurse erfolgen, diese sind allerdings weniger gebräuchlich und werden entsprechend auch weniger durch den Markt beachtet. In den folgenden beispielhaften Abbildungen sowie im weiteren Verlauf wird allerdings auf exponentiell gewichtete gleitende Durchschnitte zurückgegriffen. Hier erfolgt bei der Berechnung des Mittelkurses eine stärkere Gewichtung des jüngeren Kursverlaufes, so dass der gleitende Durchschnitt näher am aktuellen Kursverlauf liegt. Erkennbar ist in Abbildung 6 eine Aufwärtsbewegung bei C. H. Robinson Worldwide. Nach einem starken Anstieg im Mai ging die Aktie anschließend in eine flachere Aufwärtsbewegung über. Der in den Chartverlauf gelegte exponentiell gewichtete 50-Perioden-Durchschnitt zeigt dabei Wirkung. Ab Juni fiel der Kursverlauf der Aktie mehrfach auf diese Unterstützung zurück und konnte hier jeweils nach oben abprallen. Wie an einer Trendlinie bietet sich für den Trader auch in diesem Bereich bei der Bestätigung des gleitenden Durchschnittes die Möglichkeit, Long-Positionen einzugehen. Eine Absicherung erfolgt auch hier unter der Durchschnittslinie. Solange sich der Kursverlauf oberhalb befindet, steigt diese, so dass die Absicherung ständig sinnvoll nach oben angepasst werden kann. Ein nachhaltiger Bruch der mehrfach bestätigten Durchschnittslinie zwingt den Trader dann zum Handeln. Genauso wie eine gleitende Durchschnittslinie Unterstützung bieten kann, wirkt sie sich bei einer intakten Abwärtsbewegung als Widerstand aus. In diesem Fall sind Short-Positionen im Bereich der Widerstandslinie geeignet. Es ist aber nicht jede gleitende Durchschnittslinie brauchbar. Günstig für den Handel, insbesondere im mittelfristigen Zeitfenster, sind die Perioden 50 und 200. Dabei bildet der 50-Perioden-Durchschnitt gerade in Trendphasen eine von vielen Marktteilnehmern beachtete Unterstützung. Handelt es sich um eine stabile, starke Bewegung, sollte dieser gleitende Durchschnitt nicht nachhaltig gebrochen werden. Ein klarer Bruch deutet eine Trendwende, zumindest aber eine Seitwärtsbewegung an, die sich für den Handel mit einem dem Trend folgenden Ansatz nicht eignet. Ein weiterer wichtiger gleitender Durchschnitt ist der exponentiell gewichtete 200-Perioden-Durchschnitt. Dieser kann als Richtungsanzeiger genutzt werden. Solange der Kursverlauf darüber notiert, kann der Trader nach einem Long-Einstieg suchen, unterhalb des gleitenden Durchschnittes bieten sich hingegen Short-Positionen an. Wie in Abbildung 7 am Kursverlauf von Verisign dargestellt, bieten die gleitenden Durchschnitte auch auf Wochenbasis eine wichtige Unterstützung. Dargestellt ist hier der exponentiell gewichtete 50-Perioden-Durchschnitt auf der Basis der Wochendaten. Erkennbar ist eine häufige Bestätigung der Durchschnittslinie zwischen Mitte 2003 und Mitte 2004. Im Herbst 2004 löste sich die Aktie dann stark nach oben, um Anfang 2005 wieder exakt auf der Durchschnittslinie nach oben abzuprallen. Der erste deutliche Bruch dieser Linie erfuhr mit einer dagegen erfolgten Pullback-Bewegung gleich eine Bestätigung. Die dann als Widerstand wirkende gleitende Durchschnittslinie drückte Verisign wieder nach unten. Auch zum Ende des dargestellten Kurszeitraumes wird die Durchschnittslinie wieder erreicht, die jetzt einen klaren Widerstand darstellt. Die Wirkung dieser 50-Perioden-Durchschnittslinie auf Wochenbasis ist auch deshalb für den Trader interessant, da diese im Verlauf sehr nah am 200-Perioden-Durchschnitt auf Tagesbasis liegt, welche, wie beschrieben, eine richtungweisende Wirkung für den trendfolgenden Ansatz besitzt. Klassisch wird für einen dem trendfolgenden Ansatz das Kreuzen zweier gleitender Durchschnitte genutzt. Im Falle der besprochenen 50 und 200 Perioden würde ein Kaufsignal ausgelöst, wenn der 50-Perioden-Durchschnitt den 200-Perioden-Durchschnitt von unten nach oben durchkreuzt.
Im umgekehrten Fall kommt es zu einem Verkaufssignal bzw. zu einer Auflösung bestehender Long-Positionen. Der Vorteil eines auf diesem Ansatz basierenden Handelssystems ist, dass der Trader von starken langfristigen Aufwärtsbewegungen oder Abwärtsbewegungen in hohem Maße profitiert. In Seitwärtsbewegungen muss hingegen mit einer Anhäufung von Verlusten gerechnet werden, da das eigentliche Handelssignal aufgrund der Trägheit der gleitenden Durchschnitte erst spät generiert wird. Favorisieren lässt sich im mittelfristigen Zeitfenster entsprechend ein Einstieg, im Falle einer Aufwärtsbewegung, im Bereich der exponentiell gewichteten 50-Perioden-Durchschnittslinie, sofern sich der Kursverlauf insgesamt oberhalb der exponentiell gewichteten 200-Perioden-Durchschnittslinie befindet. Einen weiteren Hinweis auf intakte oder gefährdete trendierende Bewegungen sind Retracements. Die Marktrichtung mit GLDS erkennen. Eine der wichtigsten Fragen bei jeder Anlage- oder Trade-Entscheidung ist die Frage nach der Marktrichtung. Was für eine Trendphase liegt vor? Läuft der Markt im betrachteten Zeitfenster abwärts oder aufwärts? Dies ist für den Investor, der sich auf Sicht einiger Monate oder Jahre positioniert, ebenso wichtig wie für den Trader, der sich gegebenenfalls nur auf Sicht weniger Tage oder Stunden positionieren will. Übergeordnet bietet es sich an, Positionen in Richtung des übergeordneten Trends zu eröffnen. Das liest sich einfach. Es ist aber die Kunst, eben diese übergeordnete Trendrichtung erkennen zu können. Trends dauern häufig länger an als zunächst vermutet. Darüber hinaus weist der Trader auch die eigentliche Marktdynamik im betrachteten Zeitfenster auf seiner Seite, was die Chance auf Gewinntrades erhöht. Dass Trends lange andauern und sich dabei durchaus immer weiter verschärfen können, zeigt sich an einem einfachen Beispiel, dem Kursverlauf des DAX der vergangenen Jahre. Erkennbar ist hier zum Beispiel eine beginnende Aufwärtstrendphase Mitte 1995. Nachdem diese bereits über ein Jahr anhielt, kam es nicht zu einem Abbruch der Rallye. Im Gegenteil, der Trend wurde noch einmal massiv im Jahr 1997 verschärft. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch zwischen 1999 und 2000. Auch die Abwärtsbewegung begann 2000 zunächst noch moderat. Nach einem 15-monatigen Kursrückgang begann dann aber erst der nachhaltige Absturz. Ziel ist es, an solchen Trendphasen mit dem Trading zu partizipieren, solange sie anhalten. Dabei lässt sich der eigentliche Wendepunkt, an dem der Trend endet, im Allgemeinen kaum realistisch genau bestimmen. Auf dem Weg dorthin lassen sich allerdings trendfolgend Positionen gewinnbringend aufbauen. Kommt es dann zum Trendwechsel, dann helfen gesetzte und nachgezogene Stoppniveaus, um den Ausstieg nicht zu verpassen. Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken. Charttechnisch gibt es diverse Methoden, um einen Trend bzw. die übergeordnete Marktrichtung darzustellen und einzuordnen. Wie effektiv diese im Einzelfall sind, ist eine andere Frage. Einzelne davon werden in weiteren Kommentaren zu diesem Thema noch dargestellt. Eine einfache Methode, um sich einen Überblick über die Marktverfassung stark tendierender Märkte, wie beispielsweise der Aktienmärkte, zu verschaffen, sind gleitende Durchschnitte. Es gibt mehrere Arten von gleitenden Durchschnitten. Der Einfachheit halber soll hier zunächst der einfache gleitende Durchschnitt am Beispiel des DAX betrachtet werden. Ein solcher gleitender Durchschnitt ist nichts anderes als die Summe der letzten Schlusskurse geteilt durch die Anzahl der berücksichtigten Schlusskurse. Er bildet also den Durchschnittsschlusskurs der betrachteten Anzahl von Schlusskursen ab. Nun stellt sich die Frage, wie viele Schlusskurse betrachtet werden sollten. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, möglich ist jede Periodenlänge. Häufig beachtet sind vor allem die gleitenden Durchschnitte mit den Längen 200, 50 und 20. Der 200er gleitende Durchschnitt umfasst vom Zeitraum der berücksichtigten Daten fast den Handelszeitraum eines Jahres, der 20er